Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, heute zeige ich euch, wie sie sieht. Das ist einfach die Rahmenbreite, Rahmenstärke, Rahmenfarbe, Rahmenhintergrundfarbe auf den Bühnen. Hier haben wir schon in HTML einfach einige Sachen definiert und wir wollen einfach sofort in CSS anfangen. Hier haben wir zum Beispiel unsere Überschrift, die wir schon in HTML definiert haben. Hier haben wir Formatieren. Wir haben zum Beispiel gesagt, wir wollen zum Beispiel unser Rahmen auf der linken Seite sollte zum Beispiel 6 Pixel sein und es sollte auch fest sein und die Farbe sollte blau sein. Das ist einfach, was ich hier oben sehe. Und wir haben einen Radius da gemacht und den Radius haben wir einfach gesagt, es sollte zum Beispiel, habe ich zweimal hier geschrieben. Also, und den Radius haben wir auf 5 Pixel gesetzt und wir können auch ändern in 15 Pixel, damit sie einfach besser sehen können. Und es wird einfach, ja, das ist, was Sie hier einfach sehen. Und von daher, so können Sie einfach die Hintergrundfarbe auch ändern. Momentan ist es auf grün, aber Sie können in verschiedenen Farben einfach so ändern, wie Sie wollen. Und natürlich können Sie auch hier zum Beispiel die Rahmen ändern, wie Sie einfach wollen, nicht nur auf der linken Seite, aber Sie können zum Beispiel überall einfach ändern, wie Sie wollen. Also von daher ganz, ganz, ja, gut. Und hier habe ich auch einige Klassen definiert, zum Beispiel diese Klasse, die Sie einfach sehen. Sie sehen, wir haben die Star hier einfach gemischt, mit den beiden haben wir gemischt. Wir haben gesagt, wir wollen mal einfach Punchet sein und mal einfach feste sein. Und die Hintergrundfarbe ist hellgrün, das ist einfach dieses Beispiel hier. Und die Breite wird einfach auf 5 Pixel überall gesetzt. Und die Farbe, die Rahmenfarbe ist einfach mal rot, oben mal grün auf der rechten Seite, mal blau unten und mal grün auf der linken Seite. Sie sehen einfach schon, wie Sie einfach die Sache einfach formatieren können. Und auch hier haben wir auch verschiedene Sachen einfach so formatiert. Zum Beispiel haben wir gesagt, unser Rahmen sollte zum Beispiel mit einer Doppelumrandung sein und es sollte einfach punktiert sein. Und von daher, die Breite sollte einfach auf Medium gesetzt sein. Und wir haben auch die Farbe auf Blau gesetzt. Und die Farbe von unserer Umrandung oder Rahmen ist einfach blau. Und einfach, was wir hier gemacht haben. Und Sie sehen schon, ja, also das ist einfach, also wenn Sie, der Unterschied ist nur hier, wo wir einfach gesagt haben, auf der rechten Seite muss das punktiert sein. Das ist, was Sie hier einfach sehen. Und von daher ist es einfach sehr, sehr simpel. Und hier haben wir auch einfache Formatierungen gemacht. Mit dem Hintergrundfarbe haben wir nicht, aber wir können auch machen. Und zwar die Umrandungfarbe ist einfach schwarz, wie Sie einfach hier, das ist dieses Beispiel hier. Und unsere Breite wird einfach verschieden. Oben wird es einfach auf 2 Pixel gesetzt, auf der rechten Seite 10 Pixel, unten 4 Pixel, auf der linken Seite 20 Pixel. Das ist einfach, was Sie hier sehen. Und unsere Rahmenstelle ist einfach festgelegt. Also von daher sehen Sie einfach, wie Sie einfach machen können. Und hier haben wir auch gesagt, unten sollte es einfach diese doppelte Umrandung haben. Das ist so der Unterschied. Ich freue mich einfach, dieses Video mit euch.